Und damit würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen Leute zu diesem neuen Video. Heute packen wir mal das LG G5 aus. Viel Spaß! Ach was, wurde nicht alles drüber gestritten beim Mobile World Congress dieses Jahr in Barcelona, wo ja das LG G5 vorgestellt wurde und aber auch das Samsung Galaxy S7, denn die Leute waren sich eigentlich relativ einig, das S7 ist ein so geiles Smartphone, dass überhaupt gar kein Platz mehr für das G5 auf dem Smartphone-Markt ist. Aber ich bin da ganz anderer Meinung, denn obwohl ich definitiv davon überzeugt bin, dass das S7 schon das beste Android-Handy ist, was aktuell so auf dem Markt zu finden ist, denke ich auch, dass das G5 dennoch das spannendere Gerät ist, was einfach daran liegt, dass LG hier wirklich super viele coole Ideen eingebaut hat, anstatt wirklich darauf zu setzen, mit jedem kleinsten Detail besser zu sein als die Konkurrenz. Und deswegen schaue ich mir das Gerät auch sehr, sehr gerne an. Ich freue mich schon total auf das Review und die Packung und ich würde sagen, mit der legen wir jetzt mal gleich los, denn LG hat sich hier für so ein recht cooles Design entschieden bei der Verpackung, das auch direkt das Highlight von dem Gerät zeigt, denn wir haben hier ein modulares Design mit einer herausnehmbaren Batterie, was meiner Meinung nach das absolute Highlight ist. Aber ich würde sagen, wir packen erstmal das Gerät ganz normal auf. Dazu muss man hier oben die Schachtel so ein bisschen öffnen, das Ding herausziehen und wir legen es natürlich beiseite und schauen erstmal, was wir noch da drin haben. Zettelchen fehlen irgendwie bei mir. Die hat wohl irgendjemand aufgegessen. Dazu gibt es noch ein Micro-USB, nein, stimmt gar nicht, ein USB-Typ-C-Kabel. Haha, da ist LG der Konkurrenz ein bisschen voraus, denn beim S7 gibt es ja nur Micro-USB. Dann haben wir noch ein SIM-Eject-Tool, mit dem wir natürlich die SIM-Karte einsetzen können. Und ein Ladegerät, das, wie man hier oben lesen kann, auch Fast-Charging unterstützt, so wie das für ein aktuelles Flagship sein sollte. Wir schauen uns mal das Gerät jetzt aber ein bisschen genauer an. Das ist noch ein bisschen in Folie eingepackt und muss noch von allerlei Seiten befreit werden. Hier vorne ist auch noch eine Folie drauf, die mache ich aber mal ab. Denn eine Sache, die ich mir ganz unbedingt ansehen will bei dem Gerät, ist die Displayscheibe. Denn, was viele gar nicht mitbekommen haben, das Galaxy S7 Edge ist gar nicht das einzige Gerät mit einem gecurvten Display, beziehungsweise mit einer gecurvten Scheibe. Denn das LG G5 hat auch hier oben so eine leichte Abrundung. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, in Barcelona sah die ein bisschen komisch aus. Aber jetzt hier bei der finalen Version wirkt das Ganze doch deutlich gekonter und hochwertiger. Und ansonsten mache ich mal auch hier noch die ganzen restlichen Fisseleien ab. Damit wir uns mal die restliche Bildqualität anschauen können. Denn LG hat hier natürlich versucht, einen Spagat zu schlagen zwischen zwei Dingen, die bisher so ein bisschen zwei verschiedene Lager waren. Sie wollten sowohl eine austauschbare Batterie als auch ein Unibody Aluminiumgehäuse. Und der einzige Weg, über den man das erreichen kann, ist, indem man hier unten einfach die Batterie heraus-slidebar macht. So einfach geht es. Jetzt habe ich hier in der einen Hand das Handy und in der anderen Hand die Batterie. Man kann auch hier unten diesen Stecker noch abmachen, wenn man genügend Kraft hat. Und dann kann man da noch spannende andere Module dran machen, worüber ich im Review auf jeden Fall noch ausführlicher reden werde. Aber for now ist es einfach mal nur das Batteriefach. Und viele Leute haben sich darüber beschwert, dass ja die Spaltmaße bei diesem Verschluss anscheinend sehr, sehr hoch wären. Ich finde es bei dem Gerät hier jetzt echt in Ordnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich es noch nicht lang genug hatte, aber hier wirkt es auf jeden Fall wirklich super hochwertig. Und auch ansonsten muss ich echt sagen, dass das Design in echt deutlich schöner ist als auf Bildern. Es gibt so ein paar Dinge, die ich schade finde, wie zum Beispiel, dass hier hinten die Lautstärke-Wippe weggegangen ist und hier an die Seite gewandert ist. Aber immerhin haben wir jetzt hier hinten einen Fingerabdruckscanner, mit dem wir das Ganze entsperren können. Und ich versuche es gleich mal anzuschalten. Es fährt hoch. Und ich will noch mal ganz kurz abschließend ein paar Worte dazu verlieren, warum ich denke, dass das Gerät so unfassbar spannend ist. Denn während dieses Ding hier, das Galaxy S7, natürlich wirklich in fast allen Kategorien
super weit oben dabei ist, hat eine geniale Kamera, ein geniales Display, ein schönes Design und so weiter und so fort, denke ich, dass das beim G5 oft alles vielleicht nicht ganz so gut, aber deutlich interessanter ist. Nehmen wir zum Beispiel mal die Kamera. Die ist beim Galaxy S7 ungeschlagen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Allerdings hat sich LG dazu entschlossen, ein bisschen was anderes zu machen und hat diese zwei Kameralinsen eingebaut, um eben noch zusätzlich einen Weitwinkel anbieten zu können, was natürlich ziemlich spannend sein kann. Zudem ist es so, dass sie den Infrarotblaster noch drin gelassen haben, was Samsung auch nicht gemacht hat. Und sie haben halt eben USB Typ C und diese Modulgeschichte mit den austauschbaren 8 Fuß. Und das sind schon alles Dinge, die das Ganze schon etwas interessanter machen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, in den nächsten Tagen mit dem Gerät noch ein bisschen mehr rumzuspielen, das näher kennenzulernen und einfach herauszufinden, ob das G5 wirklich einiges drauf hat und ob die auf den ersten Blick so spannenden Features wirklich was im Alltag bringen oder nicht. Das wird man dann auf jeden Fall sehen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder. Das war's für diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Ja, und da ist Valentin. Sag mal hallo. Ja, war lange nicht mehr auf meinem Kanal. Stimmt. Check mal seinen aus, falls ihr Bock habt.